Ja, wir müssen uns beeilen. Vielleicht der Wind auf. Ja, sagen, wir bauen als erstes mal schnell das Zelt auf, ja, damit wir direkt einen Unterschlupf haben, falls es anfangen sollte zu knicken. Ich würde sagen, hier vorne. Ach, herrlich. Sind wir im Improvisieren? Ach, das kann jetzt so richtig lächerlich werden hier. Und hier, das kommt nachher drüber und dann... Jens, das ist nicht die Regenhaut. Lass uns doch mal sehen, was das Ding ist. Ja, aber das ist die Regenhaut. Ja, die kommt später. So. Die Heringe immer quer reinstecken, damit der Zug nämlich nach da gehen kann. Zelt steht. So, und jetzt gucken wir uns mal das kleine Liebesnest an. Mann, ja, wunderbar. Das ist deine Seite, Sebastian? Das ist meine Seite. Mhm. Ich bin Linksschläfer. Linksschläfer? Ja. Ah, ja, gut. Was man beim Zelten auf jeden Fall dabei haben muss. Also ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal Lust, die Elemente zu erleben. Weil es gibt ganz oft Leute, die kriegen bei Regen dann schon die Krise. Man muss einfach wissen, da muss man Bock drauf haben oder nicht. Und ansonsten regentaugliche Kleidung und ein gutes Messer. Ja, und gucken, dass man schön gepackt hat, die schweren Sachen nach unten. Am besten alle Klamotten schön rollen. Ja, also ich habe ja grundsätzlich gar nichts gegen Oldschool, aber so eine self-inflating, eine selbst aufblasbare Luftmatratze, ich glaube, die hat definitiv ihre Vorteile. Ja, Sebastian, wollen wir nochmal schauen, wer zuerst fertig ist, oder? Ja, ja. Aufrollen, hinlegen, Ventil öffnen. So, und jetzt passiert gar nichts. Self-inflating hin oder her. Ich mache jetzt nochmal gerade, weil ich die Zeit ja habe, sehe ich gerade nochmal das Kopfkissen ein bisschen stärker. Nein. Und wie ist da unten? Wieso? Entschuldigung, ist das sowieso viel gesünder, ja, auf harten Boden zu schlafen, anstatt auf so einer Luschi. Luftmatratze, so wie du sie da hast. Das finde ich auch. Aber komm, ich lass dir auch mal ein bisschen Luft. Das ist schon mal nachts auf meine draufgekrabbelt. Also die erste Camping-Erinnerung, die ich noch habe, die ist, das war bei uns hinterm Haus auf der Apfelbaumplantage. Also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, wir hatten ja rechts die Schafe, links die Pferde und hinter dem Garten war so eine riesige Apfelbaumplantage und da habe ich dann mit meinen Schulfreunden beim Bauer Aleph gecampt. Das ging ungefähr einen Sommer lang gut, nämlich genau so lange, bis wir irgendwann nachts etwas euphorisch aus den Zelten gesprungen sind und die Apfelernte sozusagen, naja, sagen wir mal, leicht lädiert haben. Und danach war Camping hinterm Garten erstmal aus. Also ich war von 9 bis, eigentlich bis 20 war ich in Pfadfindern und da habe ich etliche Erlebnisse einfach gehabt. Sei das durch Irland zu wandern als 12-Jähriger, und in eine riesige Gewitterschauer reinzulaufen und dann irgendwie 20 Kilometer mit Gepäck gelaufen, dann in einer Viehauktionshalle gelandet und dann gemerkt, der gesamte Rucksack ist komplett nass und mein Duschdass war ausgelaufen. Und ich habe wirklich den Rucksack aufgemacht und mir kam einfach Schaum entgegen und dann habe ich die ganze Nacht geheult. Und immer Burschen wir uns vornehmen hier. Propellengas, ja, würde ich sagen, läuft. Gucken wir nochmal, wer als erst ein Feuer anhat. Was brauchst du da, Sebastian, noch ein Zelt, oder? Nee, ich mach Feuer. Denn auch nach dem Essen möchte man im Scheine des Feuers die Wärme genießen und das bietet ein Gaskocher leider nicht. Ja. Nicht wahr? Dann machst du heute Abend mal den romantischen Part und ich mache eher den praktischen. Das wird doch im Leben nichts mit dem Feuer. Sag mal, möchtest du al dente oder möchtest du lieber richtig schön durch? Nee, mach mal al dente.
Ja, das ist fair geteilt, wie immer. Schön. Na komm, du kriegst noch. Ach guck mal, die stehen ja sogar noch im Teller, die Nudeln. Ist ja super. Ja. So. So. Also was man beim Camp auf jeden Fall dabei haben sollte, ist der Sebastian als alter Pfadfinder-Legende. Ja. Immer gut zu gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man ein super Lagerfeuer machen will. Ganz schmal, ey. Weißt du, was wir hier mal in Angriff nehmen können? Du machst mal einen Motorradführerschein. Mhm. Ich besorge uns die Motorräder. Mhm. Und dann machen wir einen schönen Backpacker-Urlaub. Und dann fahren wir mit den Dingern von Deutschland von nach Schweden Asien. Nach Nepal. Da brauchen wir ungefähr einen Monat und dann sind wir da. Ja. Oh. Auf das Zelt. Auf meiner selbst aufblasbaren Luftmatratze. Ja. Auf unser vorzügliches Festmahl. Mhm. Und auf ein wunderschönes Wochenende kurz vor den Alpen. Wunderbar. Das hast du schön gesagt. Auf uns. Und auf uns. Du wirst auf jeden Fall noch was mitnehmen an diesem Wochenende. Grüß dich.